Hallo Leute, heute geht es um den Unterschied zwischen Sehnen und Fett. Denn beides sind Bestandteile von Fleisch, aber beim Kochen und Braten verhalten sie sich total unterschiedlich. Sehnen sind das Bindeglied zwischen Knochen und Muskeln und sorgen dafür, dass wir uns vernünftig bewegen können. Beim Kochen und Braten werden die allerdings ziemlich schnell fest und hart, gerade bei kurzgebratenem, und deswegen sollte man sie da am besten abschneiden. Denn in dem Zustand sind sie auch noch unverdaulich. Sehnen unterscheiden sich deutlich vom Fett, weil sie lange Fasern enthalten. Beim Braten allerdings kann es passieren, wenn ihr die Sehnen dran lasst, dass sich das Fleisch dann an den Sehnen zusammenzieht, so eine Wölbung in der Pfanne gibt, und dadurch kann man das Fleisch dann auch nicht mehr so gut anbraten. Falls ihr es doch dran lassen möchtet, wie ich jetzt bei meinem Tomahawk Steak, das ich mir heute extra beim Metzger geholt habe, was für ein schönes Stück, denn zwischen Fett und Fleisch sind die Sehnen eben noch. Und um zu verhindern, dass die jetzt eben mein Fleischstück nachher zusammenziehen, mache ich folgenden Trick. Ich schneide die mit dem Messer ein. So. Aber nur so weit, dass eben die Sehnen mit eingeschnitten werden. Die Sehnen sind hier zwischen dem Fleisch und dem Fett. Und durch dieses Einschneiden verhindere ich eben, dass sich das Fleisch gleich zusammenzieht und ich es trotzdem noch, also so noch vernünftig anbraten kann, obwohl die Sehnen eben noch dran sind. So, das hier oben kann ich lassen, da ist ja kein Fleisch. Wenn ihr jetzt das Ganze in einem Schmorgericht habt, dann könnt ihr die Sehnen dran lassen, denn so nach 2 bis 3 Stunden werden die eher geleeartig und weich und geben dem Fleisch dann auch noch einen guten Geschmack und eine gewisse Saftigkeit. Also von daher, bei Schmorgerichten kann man sie ruhig dran lassen. Dann kommen wir auch gleich zum Fett, denn wie gesagt, das möchte ich dran lassen. Fett ist nämlich ein sehr, sehr guter Geschmacksträger. Das gibt dem Fleisch eine gewisse Saftigkeit, eine Vollmundigkeit. Von daher ist das Fett in dem Falle durchaus positiv. Beim Braten löst sich das Fett langsam auf. Man kennt das zum Beispiel vom Griebenschmalz. Wenn ich da das Fett in die Pfanne gebe, löst sich das Fett langsam und am Schluss bleiben eben nur noch so kleine knusprige Knubbelchen übrig. Die sind unheimlich lecker. Das möchte ich also gerne bei meinem Fleisch dran lassen. Dann muss ich es aber auch entsprechend braten, dass das Fett eben austreten kann und das Fleisch nachher auch schön saftig ist. Früher hat man Fleisch, das trocken war, zum Beispiel so eine Hirschkeule, mit Fett gespickt. Das heißt, man hatte so eine extra Spicknadel, mit der hat man das Fett dann durch das Fleisch durchgezogen und dadurch blieb das Fleisch eben bei längerer Garzeit trotzdem noch schön saftig. Und zusätzlich hat es auch noch den Eigengeschmack von dem Fleisch unterstützt, denn Fett ist einfach ein Geschmacksträger. Wenn man jetzt allerdings zu viel Fett an seinem Fleisch dran hat, dann kann das für manche schon wieder störend wirken. Aber gut, dann kann man es auch abschneiden, wenn man es nicht haben möchte. Als Fazit lässt sich jetzt sagen, die Sehnen solltet ihr bei kurzgebratenem besser abschneiden, dass sich das Fleisch eben nicht zusammenzieht. Und wie gesagt, das stört nachher eh beim Kauen. Andernfalls könntet ihr es eben einschneiden und dadurch trotzdem gut braten. Fett ist auf jeden Fall ein wichtiger Geschmacksträger. Den solltet ihr, wenn möglich, dran lassen, außer es besteht jetzt eine spezielle Abneigung gegen Fett, was es ja auch gibt, dann kann man es natürlich auch wegschneiden. Und falls ihr dazu jetzt noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. So, in diesem Sinne, wir sind schon wieder am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!